Ich war in dieser Ausstellung und das war irgendwie, da ist halt der Kopf, der hat irgendwie geraucht von Peter Weiß und all diese Sachen, habe ich beschlossen. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt eigentlich, dass ich von der Akademie der Künste zu Fuß durch die Stadt nach Hause laufe. Und habe noch einen kleinen Bogen gemacht und bin durch die Motzstraße durchgekommen. Aus welchen unerfindlichen Gründen, weil das überhaupt nicht auf meinem Weg lag. Und da bin ich an diesem Ort von dem Hafen vorbei, da stand ein kleiner Zettel drin zu vermieten. Und da dachte ich, ach, das ist jetzt echt witzig. Das ist ja so ein kleiner, schöner Ort mitten im Kiez, im Schöneberger Kiez und so. Da könnte man sich mal erkundigen, haben angerufen. Dann ging das auch gleich ganz schnell, weil der Laden vorher irgendwie hat dauernd den Besitzer gewechselt, weil der nicht so richtig lief. Und der Typ, der das vermietet hat, der war eigentlich ganz froh, dass jemand vorbeigekommen ist, sich dafür interessiert hat. Dann haben wir uns das angeschaut und haben eigentlich ganz spontan gesagt, das wäre eigentlich der Ort. Nur wir müssen es ganz anders machen, es muss offen sein. Die Leute müssen reingucken können, es darf nicht irgendwas Verstecktes sein, mit Türen klingeln, das war früher da so. Und es war zwar ein Ableger von der Ober, mal eine kurze Zeit, da haben sie alles schwarz abgeklebt. Ich bin da auch mal drin gewesen und dachte immer so, oh Gott, man ist so eingeschlossen hier in das ganze Ding. Und das war eigentlich unsere Hauptidee, das ganze Ding aufzumachen, sodass man reingucken kann, rein und rausgehen kann, also weg von dem Klischee irgendwelcher schwulen Bars und einfach offen. Offen für alles, was passieren kann.